Hallo und herzlich willkommen zum Graustausch Nummer 51. 51. Ja, wir sind sozusagen in der zweiten Staffel angekommen unseres Podcastes. Ja. Warum auch immer wir das entschieden haben, aber nach dem großen 3 Stunden, Smordat Online Smordat Online 2 Cast Podcast. und eben jetzt auch mit dem Start der Kamera Ja. haben wir uns gedacht, nennen wir es einfach mal zweite Staffel. Genau, jetzt könnt ihr uns unsere Hackfressen auch jeden Tag sehen. Nein, nicht jeden Tag, jede Woche. Yay, wenn wir es nicht verpeilen. So ungefähr. Wenn wir Zeit haben, wenn keiner krank ist und so weiter, und wir keinen Teamspeak-Podcast aufnehmen Ja. müssen irgendwie. Ja, aber ansonsten, wie wir es ja im kleinen Hi-Video gezeigt haben, ich will, dass du es Hi nennst. Ja. Aber dann sind alle verwirrt. Die drücken da nicht drauf. Sehr egal. Das ist unser Ja. Insider so. Ja. Ja. Wir sind angekommen bei der Release-Vorschau für den November. Genau. Und ja, das müssen wir heute, weil wir gemerkt haben, dass wir uns wenig sehen können die nächsten Wochen, haben wir festgestellt, müssen wir das heute mal improvisiert machen, indem wir uns einfach die Release-Liste einer Seite aufgerufen haben und jetzt uns danach richten. Ja. Und wenn wir was nicht kennen, dann ist das so. Aber zur Information, heute ist der 21.10. Heute ist der Marty McFly-Tag sozusagen, der Zurück in die Zukunft-Tag, denn an diesem Tag ist ja Marty McFly mit dem Doc in die Zukunft gereist. Ja. Und ja, deswegen sozusagen aus der Zukunft berichten wir euch, was bei euch in der Gegenwart passieren wird. Ja. Und wenn ihr Dead Adam Fans seid, sagen wir, ich muss raus, denn ich passe hier nicht rein. Bin der Welt voraus wie Marty McFly. Wunderschön. W Wunderschön. wunderschön. Wir werden sogar poetisch. Kaum ist eine Kamera an, werden wir Ja. poetisch. Wunderschön wird sicherlich auch Anno 2205. Ja, 2205. Der neueste Ableger von Anno. Und ja, was soll man sagen? Anno hat sich gedacht, Mensch, groß ist momentan sehr, sehr im Kommen. Ja. Alles muss größer werden. Witcher-Welt ist groß. GTA ist groß. Das nächste Spiel von den Witcher-Machern wird groß. Alles wird groß. Assassin's Creed groß. Deswegen hat Anno gesagt, wir werden jetzt auch groß und deswegen gibt es jetzt ganze Kontinente, die man besiedeln kann. Man kann die Polarregionen kann man besiedeln und man kann sogar am Wettrennen um den Mond teilnehmen, indem man halt, ich weiß gar nicht genau was, mit Raumfähren und so weiter muss man halt entwickeln, um dann als allererstes dort auf dem Mond zu landen, weil auf dem Mond gibt es ein großes Vorkommen an, ich glaube, es war Helium-3-Gas. Jetzt studiere ich Chemie und habe keine Ahnung. Egal. Ja, jedenfalls, irgendwas gibt es auf dem Mond, was man halt ganz dringend braucht für fortschrittliche Technologien. Und ja, darum muss man jetzt halt mit den anderen Mitstreitern darum wetteifern, wer zuerst da ankommt und gleichzeitig auch noch die ganzen Kontinente kämpfen. Und wie gesagt, es wird alles schöner, von der Grafik her auch, alles größer. Man kann es wirklich so SimCity-like riesige Städte bauen mit Millionen Einwohnern und muss natürlich die auch alle deichseln, muss sich wieder um die Bedürfnisse kümmern, wie man es halt aus Anno kennt, aus den ganzen davorigen Teilen. Und ja, es wird halt nochmal eine ganze Schippe obendrauflegen zu diesem ganzen auch Zukunftssetting aus dem davorigen Anno-Teil. Ja, wobei man dazu sagen muss, das fand ich ganz interessant. Ich habe ein Vorschauvideo gesehen von der GameStar, wo Heiko Klinge gesagt hat, dass das schon ein ziemlich mutiges Spiel ist, weil es in der Serie einen ziemlich krassen Schnitt darstellt. Also es macht sehr viel sehr anders. Und es ist, also zum Beispiel ist es so, dass die Stadt jetzt so ist, wenn sie erstmal läuft, dann läuft sie. Also wenn du eine Stadt hinbekommen hast, dann läuft sie, bis du den nächsten Entwicklungsschritt machen musst. Dann musst du sie wieder hinbekommen und dann läuft sie. Das Okay. heißt, es wird offenbar ein bisschen vercasualisiert. Dafür kommt mehr Komplexität darüber rein, dass die Kämpfe jetzt erstmals richtige Kämpfe sind und auch richtig gut funktionieren als solche und getrennt sind von der Wirtschaft. Und dadurch, dass es eben diese drei Regionen gibt mit dem Mond, der gemäßigten Klimazone und dem Eisgebiet. Als der Arktis, ja. Genau. Und ja, es macht wohl sehr, sehr viel anders. Und er hat gesagt, es wird spannend sein zu sehen, ob die Langzeitmotivation, also ob die hält oder ob es so sein wird, man spielt eine Runde und dann denkt man, ja gut, jetzt habe ich mal meine perfekten Städte hinbekommen. Warum soll ich jetzt noch mal perfekte Ja, Städte aufbauen? das ist wohl wahr. Natürlich, im Multiplayer wird es natürlich wieder interessant, wenn Ja. halt mehrere Spieler da sind, die sich um, wie gesagt, die Kontinente prügeln oder halt auch darum, wer zuerst auf dem Mond landet. Das kann nochmal sehr interessant werden. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin schon ziemlich daran interessiert. Ich habe
habe eigentlich schon lange jetzt kein Anno-Teil mehr mir mal zugelegt. Habe auch wieder mal Interesse dran. Vielleicht hole ich es mir, weiß noch nicht. Aber es kommt so viel raus. Man weiß gar nicht, für was man zuerst Geld ausgeben soll. Das ist ein großes Problem, Ja. was die Publisher einfach nicht einsehen. Nee. So auch EA. Ja. Denn EA denkt sich, Mensch, Anno, komplexe Rundenstrategie, der Mond, weite Welten, was setzt du dagegen? Plumpes B, Action, Kino, Need for Speed. Punkt. Denn es hat keinen Beinamen, es ist ein Reboot. Yeah! Reboot. Reboots. Haben wir ja nicht so viele gehabt in der Zeit, ne? Fast nie. Stimmt. Besonders im Kinobereich nicht. Nee, gar nicht. Nee, das ist alles innovativ. Naja, Need for Speed kommt raus. Aber man hört da bisher eigentlich relativ Gutes davon sogar. Ja, und ich musste herzlich lachen über die Zwischensequenzen. Das ist Ja. großartig. Wir haben mit echten Schauspielern alles gedreht und so weiter. Ja, okay, Schauspieler. Schauspieler. Zumindest lebendige Menschen. Ich denke mal, das müssen wir nicht in Anführungszeichen setzen. Ich wollte es gerade schon machen. Sind sie lebendig? Man weiß es nicht. Weiß man ja nicht so. Vielleicht haben sie ja von hier Five Nights at Freddy's haben sich Ja. diese Figuren da genommen, haben einfach nur ein neues Kostüm Den kann man nochmal rübergepackt. verwenden. Aber Chef, er liegt ja seit 2 Wochen, kann man nochmal verwenden. Ist kein Problem. Ist beim Arbeiten umgekippt. Ja. Alles für die Firma. Nein. Unsere Freunde bei EA, ne? Ja, genau. Hi, Freunde. Yay. Jetzt können die, oh Gott, die können uns alle sehen. Activision kann uns sehen. EA kann uns sehen. Ihr seid ganz toll. Wir mögen euch. Nee, ich, aber im Ernst, ich habe ja mit der Need for Speed-Reihe bis zu einem bestimmten Punkt immer sehr viel Spaß gehabt, bis zum ersten Most Wanted, um genau zu sein. Und habe das halt auch immer geliebt, dieses, dass dann so, hey yo, die Cops verfolgen dich, Dude, Oh Gott. mach die Fraser, so, yeah. Ich habe das immer sehr geliebt, fand das immer sehr lustig Ja. und habe halt auch dieses arcadige Renngefühl und das Tunen und so geliebt und das kommt jetzt halt alles zurück. Und noch dazu wollen sie halt die Stärken jedes Need for Speeds zusammenpacken, quasi. Ich weiß es nicht mehr genau, sie haben gesagt, das Driften aus dem Teil und der Style von dem Teil, das Tuning aus dem Teil. Also sie wollen auch mal das Reboot ist, dass sie jetzt quasi das ultimative Need for Speed Überhaupt, zusammenbasteln ja. wollen. Was man sagen kann, ist, dass es phänomenal aussieht. Ja. Also ich erinnere mich da immer noch an die E3, wo man wirklich da saß, so Ja, das stimmt. not sure of if a real car. So. Ja, aber das muss man halt mal sagen, bei Rennspielen war die Grafik immer an aller vorderster Ja. Stelle. Und Also, wenn EA irgendwo kein Problem hat, dann ist es generell im Bereich Grafik. ja, das. Na, nicht bei jedem Titel. Aktuell nicht. Ja. Ja, das ist Need for Speed. Ich weiß nicht mehr, ich weiß, dass sich aus 5 Säulen zusammensetzt, die weiß ich aber nicht mehr. Style, Crew, Tuning, Tuning, Rennen? Rennen wahrscheinlich, I guess, and Nee, Story haben wir schon. Fun. Das hat mit Drift, Crew, Tuning, Cops. Cops, vielleicht Autos? So ganz viele Autos. Many cars. Abgesehen von vielen Autos, die gibt es nämlich nicht beim nächsten Titel. Davon werden jedenfalls nicht so viele. Da gibt es viele Waffen. Da gibt es viele Waffen, da gibt es viel Action, viel Rumgeballere. Vielleicht dreimal so viel wie im Vorgänger. Wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Ach Aber es so. ist ja Call of Duty Black Ops 3. deshalb. Ja, Call of Duty Black Ops 3 kommt am 6. November heraus. Übrigens, wir haben die Liste jetzt gerade mal von gamona.de, nur falls jemand fragt. Ja, Call of Duty Black Ops 3, 6. November für PC, PS4, Xbox One. Und ja, ich muss sagen, sonst ist es so bei den Call of Duty-Teilen, dass ich immer mir die Trailer angucke und mir denke, gut, viel Action, viel Rumgeballere, geile Action, sieht geil Ja. aus. Gut. Und bei diesem Teil muss ich jetzt allerdings sagen, viel Action, viel Rumgeballere, sieht aber nicht so gut aus. Ja, das haben wir auch bei unserem E3-Ding schon gesagt, dass das irgendwie für, also sie nehmen ja witzigerweise immer Sequenzen aus der Kampagne. Sie zeigen ja nie Ja. Multiplayer-Sachen. Und dass das für Call of Duty-Verhältnisse relativ unspektakulär aussah. Na. Plus, es wird dadurch noch mal lustiger, dass die Singleplayer-Kampagne in den Last-Gen-Versionen nicht drin ist.
Ja. Weil sie einfach nicht mehr, weil ja, weil die Konsole das einfach nicht mehr hinbekommt, beide. Und ja, generell ist da so ein Bogen zu sehen. Weil Call of Duty war immer so, oh, ja, schon fett, wer Lust drauf hat, mein Ja. Gott. Und dann kam der erste Next-Gen-Part mit Ghosts, wo sich alle nur lustig gemacht haben über das falsch einstrahlende Licht, über die Fische, die falsch aus dem Weg schwimmen, über den Hund und dass sowas als große Features verkauft wird. Ach, ich fand die Fische immer damals immer noch am besten. Und dann dieser Vergleich zu Nintendo 64, Ja. Mario. Dann kam irgendwie der nächste, wo man nur dachte, oh, Kevin Spacey ist dabei. Ja, diese Augen. Sie sind tot. Sie haben Kevin Spacey getötet. Wie war so Karpfenaugen oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Vielleicht spielt er am nächsten Need for Speed mit. Die nehmen ja auch Leichen. Wer weiß. Ja, und der war jetzt so, wirklich, der hat so gar keine Regung mehr. Oder alle Trailer haben so gar keine Regung mehr verursacht. Es war so, ja, vier Spieler jetzt Ja. ist ein Trend. Ja. Und die können ballern. Und es ist wieder so leichtes Zukunftssetting. Ja, noch mehr noch als bei anderen Teilen. Ja. Noch mehr mit Drohnen, noch mehr mit futuristischen Waffen, also schon die ersten Laserknarren und riesige Mech-Einheiten irgendwie und Walker, also ja, fast wie ein actionreiches, rumgeballertes Metal Gear Solid. Mit viel verrückten Kram, so nach dem Motto. Nur komplett ohne Story, ohne Charaktere, ohne irgendwelchen Sinn. Und, obwohl, okay, wenn ich ja auch keinen Sinn, aber Das ist ja auch gar nicht gespielt. naja. Es reicht mir, dass du mir was erzählst. Das hat alles sehr viel Sinn. Natürlich. So, ich etwas schockiert darüber, dass du gerade Metal Gear Solid mit Call of Duty Ich verglichen muss hast. an den Walker denken Ja. von Metal Gear. Oder So. sage ich, Call of Duty, die am Multiplayer Spaß haben, werden da weiterhin Spaß dran haben. Für mich ist nichts. Nee, für mich auch nicht. Aber wenn ich süß finde, ist Snoopy. Ja, denn alle Spiele, die wir jetzt noch erwähnen, können einpacken. Und auch die der vorigen Spiele können einpacken. Denn es kommt am. Keine Ahnung wann. Steht da nicht. Es kommt jedenfalls im November zwischen den 2. und 8. raus. Snoopys, die Peanuts, der Film Snoopys großes Abenteuer. Und zwar für 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 und Xbox One. So, und damit ist auch das Geheimnis geklärt, warum da kein Datum steht, weil es für so viele Systeme rauskommt, dass das Datum nicht mehr hingepasst hat. Wahrscheinlich. Ja, ich kann, also ich muss. Ich glaube, es kommt am 6.11. Guck mal, Call of Duty 6.11., Nix 6.11. Ja. Also wahrscheinlich am 6.11. kommt es raus. Also, was ich daraus gerade gelernt habe, ist, dass offenbar ein Peanuts-Film kommt. Aber weißt du noch gar nicht. Nö. Es gibt einen richtig süßen Trailer, gibt's schon. Also es wird auch schon auf Deutsch und so weiter. Ist jetzt dieses Jahr kommt noch ein neuer Peanuts-Film. Mit richtig schöner neuer Optik, auch wieder schön gemalt und so weiter und schön mit Snoopy und ja. Ja, und da kommt offenbar ein Spiel zu raus. Und ich würde jetzt glatt mal tippen. Das wird großartig. Das wird alles wegfegen. Das wird das Spiel überhaupt. Ich habe vergessen, man darf ja nicht mehr auf den Tisch schlagen. Das Spiel überhaupt. Ja. Punkt. Da ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass es große Konkurrenz bekommt Ja gut, ja, hast von du einer recht. meiner Lieblingsreihen, Ja. Persona 4. Nur leider steht dahinter ein Doppelpunkt. Und dann steht da Dancing All Night. Ja. Ja. Für die PlayStation Vita. Wird also ein Rhythmus-Musikspiel sein, denke ich. Anscheinend. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Kann man ja machen. Schadet einem Hauptspiel nicht. Ja. Und wenn man mit Teddy oder Kuro tanzen kann, finde ich das gut. Ja, warum nicht? Ja, Persona 4 Dancing All Night. Es wird gerade ja total. Es gab ja dieses Chibi-Persona, diesen Dungeon Crawler. Ja. Dann gab es jetzt das Dancing All Night. Dann gibt es irgendwie noch Persona Q. Persona Battle Arena, also das ist in Japan ein riesen, riesen Ding. Ja. Und komischerweise wissen das offenbar zum Glück genug Leute auch in Europa zu schätzen, dass das alles auch hierher kommt. Ich hoffe, dass sich das daran äußert, dass Persona 5 dann bitte zeitgleich wie in Japan hier erscheint, was ich nicht glaube. Was? Wieso denn nicht? Das funktioniert bestimmt. Du musst nur auf hier, Kickstarter musst du nur finanzieren, dann kommst. Ja. Kein Problem. Zeitgleich. Aber gut, wir tanzen jetzt mal weiter und zwar in die Apokalypse. Da kann man vielleicht auch tanzen. Richtig. Und zwar zu wunderschöner Musik. Ich freue mich schon wieder auf den Startbildschirm, wenn man wieder einen kleinen Fernseher sieht, wo wieder irgendwas gezeigt wird und dann kommt wieder eine schöne Musik, die eigentlich total friedlich ist und dann kommt die Kamera raus. Man sieht, die Apokalypse ist da, alles ist zerstört in Fallout 4.
Das kommt nämlich am 10.11. raus. So schnell schon. Ich muss sagen, als wir uns gerade die Liste angeguckt haben, zum ersten Mal war ich echt extrem erstaunt, was alles November rauskommt, was ich gedacht habe, wurde verschoben oder kommt später. Ja. Ja, das war ja das Besondere bei Fallout 4, dass Bethesda das auf der E3 gezeigt hat im Juni Ja. und gesagt hat, so, ja, jetzt noch 5 Monate, das ist da. Dann ist da. Und jetzt ist es da. Also bald. Für uns noch einen Monat, wenn ihr das hier seht, noch 2 Wochen. Ja. Ich werde es mir aus finanziellen Gründen wahrscheinlich erst im Januar oder so holen. Aber freue mich da sehr, sehr, sehr doll drauf, weil ich mag Fallout 3 sehr. Die alten habe ich leider nicht gespielt und New Vegas mag ich auch sehr. Und ja, es wird natürlich, wie wir vorhin schon mal hatten, alles muss größer werden. Es wird natürlich noch mal größer. Es wird noch mal von Hand gearbeiteter. Es wird, Natürlich. der Hauptcharakter kann sprechen, was ich persönlich sehr positiv finde. Ja. Snorri vom Potato Club sieht das ja zum Beispiel ein bisschen anders. Aber ich persönlich finde es schöner, wenn ich eine Antwort drücke und dann nicht das Gegenüber sofort reagiert, sondern mein Charakter das auch sagt, was ich da ausgewählt habe. Ja, kommt immer darauf an, wie es umgesetzt ist, aber es gibt genug stumme Helden. Es wird Zeit, auch mal wieder ein Held mit Stimme, Ja. dass der wie auf die Bildschirmfläche erscheint. Ja, und was kann man sich erhoffen? Ich denke, Elder Scrolls und Fallout typisch eine sehr schwache Hauptstory. Und dafür aber Nebenmissionen und generell Aufgaben und Geschehnisse, die ansonsten ihresgleichen suchen in Genau. einer offenen Welt. Ich hoffe wieder auf skurrile Ausflüge wie die Kindergang in Fallout 3 oder den Ausflug, wo man voll auf Pilzen durch den Sumpf warten muss. Ja. So eine Sache erhoffe ich mir. Und ansonsten, ja, sieht die Welt sehr viel abwechslungsreicher aus als in Fallout 3 noch. Da hat man schon sehr viel mehr Wiedererkennungswert gesehen. Also, dass da jetzt mehr zerstörte Städte und Ruinen und Schiffswracks und so sind und nicht mehr wirklich, ja, teilweise wirklich stundenlang Ja, Wüste. nur einfach nur Ödnis. Ich bin auch gespannt, wie viele heftige Entscheidungen es wieder geben wird. Also ich meine, in Fallout 3 konnte man sich ja sogar entscheiden, ob man eine gesamte Stadt mit einer Atombombe in die Luft sprengt oder nicht. Das war schön. Das war schön, ja. Du hast wahrscheinlich beim ersten Mal gleich auf den Knopf gedrückt, wa? Ja. Dachte ich mir. Ich wollte Feuerwerk machen. Ja, das dachte ich mir. Aber vorher habe ich noch die gesamte, den Händler der Stadt, die Händlerin, komplett ausgeraubt, Sehr gut. ihr die Sachen nochmal verkauft, sie dann nochmal ausgeraubt, alles an einen anderen Händler verkauft, damit ich ganz viel Geld habe und dann habe ich die Stadt gesprengt. Konsequent, würde ich das jetzt mal nennen. Konsequent durchgezogen. Dann war ich noch bei den Kannibalen, die waren auch ganz nett. Die waren auch nett, ne? Ja. Und am Ende hat mich aber einer doof angemacht. Da hast du die Kannibalen umgebracht. Das will ich jetzt, habe ich nicht gestanden. Hat mich einer angepöbelt. Punkt. Sag bitte nicht, du hast die Kannibalen gegessen. Nein. Ich war zu diesem Zeitpunkt witzigerweise, ich war bei den Kannibalen, war aber noch nicht auf Level 14, auf dem man Kannibalismus lernen konnte, deswegen konnte ich noch keinen Kannibalismus. Das war gut. Oh, Ja, das ist ja schade. habe es nie über den Azubi-Kannibalen hinausgebracht. Der Azubi-Kannibale. Wie darf man sich das vorstellen? Man geht da zu den Kannibalen hin und sagt so: Guten Tag, hier bei der Bewerbung, ich möchte mal ein Praktikum bei Ihnen machen. Wie sieht es damit aus? Eis in diesen Menschen. Ja, dann weg hier. Nee, dann sind sie nicht dazu zugelassen. Muss man auch eine Kannibalenprüfung am Ende ablegen? Nee. Schaffe es, einen ganzen Menschen zu verspeisen? Aber ich habe im Verlauf der Quest Rösti bekommen. Ein Röst. Flammenschwert. Oh. Also das fand ich gut. Ja, das hört sich nett Habe an. ich Supermutanten mit Rösti verprügelt. Ja, Ja. das ist Fallout 3. Wir hoffen, dass Fallout 4 so wird, nur besser. Ja, mit so ähnlichen Erinnerungen. Mein Lieblingserinnerung war immer noch, ich habe es gerade zum ersten Mal vor 3 gespielt gehabt, bin zum ersten Mal durch die Ödnis mal durchgelatscht, nachdem ich in der Stadt war. Und dann war halt mein erster Gegner mit Supermutanten. Ein Supermutant kommt mir entgegen, ich bekämpfe ihn, schaffe es, ihn zu besiegen, gehe 2 Schritte weiter, auf einmal, muss man sich vorstellen, da stand ein Van. Und dieser Supermutant tritt die Türen auf einmal von innen auf und auf diesen Van kommt ein Supermutant mit einer fetten Gatling-Gun in der Hand und hat mich einfach über den Haufen geballert. Ja, und Das war schön. das obwohl er am Anfang Raider eigentlich schon ziemlich leicht aus den Füßen schießen. Aus den Latschen. Aus den Füßen raus. Außer Ja. Und übrigens ist das Spiel, wo wir bei dem Thema gerade sind, diesmal komplett ungeschnitten in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn man jetzt jemandem, was halt wichtig ist, weil es ja dieses taktische Kampfsystem hat, mit dem einzelne Körperteile anvisieren, wenn man jetzt jemandem seinen Arm zu klump schießt, Dann ist dann der ist auch der auch klump. klump. Und er ist nicht so, ah! Oh, jetzt geht's wieder.
Ja, deswegen hat der Supermutter mich halt auch nur aufgeballert, weil ich habe versucht, seinen Arm da wegzuschießen, hab's nur geschafft und stand da kurz, Arm ist verkrüppelt. Denkst du, jawohl! Ja, Und das war's. das heißt, dieses System wird dann jetzt auch endlich funktionieren. Und deswegen freue ich mich sehr auf Fallout 4. Und aufs nächste Spiel freue ich mich auch, allerdings als Zuschauer und weniger als aktiv Spielender. Ja. Und zwar gehen wir dann von Apokalypse in die Sci-Fi-Variante, nämlich ins Universum, und zwar in Richtung Blizzard zu StarCraft 2 Legacy of the Void, was ebenfalls am 10.11. erscheint. Ist das Minecraft in Space? Oder was ist das? Natürlich. Oh. Ja, dann finde ich es doch nicht so geil. Weißt du, Blizzard hat sich jetzt gedacht, gut, Minecraft ist gerade ganz schön gut gekommen. Wir hauen jetzt unser eigenes Minecraft raus. Das wäre halt StarCraft 2. Hat nichts mit StarCraft zu tun, aber es ist Okay. halt so, ne? Gut. Nein, natürlich. StarCraft 2, Legacy of the Void, das letzte große Add-on zu StarCraft 2, was halt auch die gesamte Trilogie abschließt, also die Story davon, die gesamte Story-Kampagne wird dadurch endlich abgeschlossen. Man spielt jetzt die kleinen blau leuchtenden Aliens, deren Namen ich gerade vergessen habe. Protoss. Ich wollte sie gerade, ich war bei Proteana gerade, dann dachte ich, nee, irgendwie falsche Marke. Nicht ganz. Ja, Protoss, meine Güte. Wo man jetzt mal Protoss spielen kann. Und ja, aber natürlich das Besondere ist natürlich der Multiplayer. Es gibt große Änderungen, was den Multiplayer angeht von StarCraft 2. So wird jetzt alles generell beschleunigt. Man hat jetzt gleich von Anfang an mehr Arbeiter. Die Mineralienfelder sind jetzt am Ende kleiner. Also sprich, man muss viel schneller expandieren. Die Zeit läuft jetzt auch in Echtzeit ab. Also jede Sekunde ist auch eine wirkliche Sekunde. So dass man von den Minuten her anders deichseln muss. Und es gibt natürlich auch noch neue Einheiten. So hat der Protoss hat zum Beispiel so eine komische Kugel, die, wenn man sie aktiviert, die Gegner hinterher jagt und dann explodiert und alles, was im Umkreis von dieser Kugelexplosion ist, stirbt einfach, wird einfach weggefetzt. Natürlich haben auch die anderen wieder neue Klassen. Die Terraner kriegen zum Beispiel so eine großen fliegenden Schiffe, die wie Panzer fungieren, nur halt in der Luft. Ja. Und Naja, und generell haben sie auch die Balance sehr verändert. natürlich, Also zum genau. Beispiel, also das heißt, alle Spieler, die jetzt da schon fest drin sind, können quasi sich wieder komplett neue Taktiken überlegen, können den Genau. Gegner wieder überraschen, können überrascht werden. Und weshalb ich mich darauf so freue, ist, weil dann bei den Rocket Beans ja Straight to Gold 2 stattfinden Ja, wird. genau. Und das ist so ein Punkt, ich habe StarCraft selber nie gespielt, sondern immer nur Warcraft 3. Und hatte durch Rocket Beans total Bock, mir das zu holen und nochmal zu lernen. Und dann fiel mir auf, nein, ich habe die Zeit nicht mehr, um Na. das noch zu lernen. Aber ich gucke wahnsinnig gern zu. Das ist so wirklich mein Lieblings-E-Sport-Spiel, wo ich wahnsinnig gerne zugucke. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn, was einige Leute drauf Das haben. ist abartig. Also, wie schnell die ja manchmal reagieren können, was da für Klicks zusammenkommen. Und was halt, wo man sagen muss, was der große Vorteil bei dieser E-Sport-Art ist, ich will, man hat auch immer noch zum Teil den Überblick. Weil das ist halt das Problem, was ich bei, also ich schau mir auch ab und zu zum Beispiel von League of Legends halt die Championship und da die Profis und so weiter an. Und da ist es jetzt, obwohl ich mich mit League of Legends ein bisschen auskenne, dass ich jetzt mal da sitze und dann bam, 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 bam. Die sind tot. Und das war alles, was man irgendwie so mitbekommen hat. Während der Moderator sich da die Seele aus dem Leibe schreit und irgendwas vor sich her plappert auf Englisch, wo man eh kein Wort irgendwie versteht. Und man selbst so das Gefühl hat, der Moderator muss gerade selber überlegen, was passiert da eigentlich gerade, weil League of Legends nochmal dreimal schneller ist. Während bei StarCraft hast du halt, okay, der produziert das, der hat die Taktik und jetzt steuern die Armeen aufeinander, oh, jetzt der bewegt die da hin und her und jetzt links, rechts und von der Flanke. Und also das mag ich sehr an StarCraft, dass man einfach noch eine Übersicht hat und selber so ein bisschen so denken kann, wie hätte ich das jetzt vielleicht gemacht? Hätte ich noch gewartet oder hätte ich früher angegriffen? Oder man auch selber so sehen kann, was hat jetzt falsch gemacht? Wo ist das Spiel gekippt? Und ja, also, ich muss auch sagen, durch Rocket Beans bin ich jetzt auch ein großer Fan davon geworden. Und halt auch durch Bonja, da schaue ich auch immer noch ab und zu gerne rein. Aber auch bei mir ist es so, wie gesagt, wir sind jetzt zum Beispiel momentan in so einer Situation, wir müssten eigentlich noch mehr aufnehmen, aber wir haben jetzt die nächsten 2 Wochen kaum Zeit dafür und müssen das Treffen dann wieder weiter verschieben und so weiter. Und da StarCraft 2 irgendwie noch zwischen zu bringen und das richtig so zu lernen, dass man das irgendwie wirklich im Multiplayer gescheit spielen kann, momentan nicht.
Ich meine, ist halt wirklich so. Man glaubt das als Jugendlicher oder Kind den Erwachsenen immer nicht, wenn sie sagen, ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Und dann sitze ich hier und spiele jetzt seit ein und einem Dreiviertelmonat Metal Solid und bin bei 36%. Immer noch 36%? Ne, ich habe ja die Woche jetzt wieder nicht gespielt. Oh Gott. Ja, Dann und wäre ich nochmal knapp mit Witcher und Metal Gear, das heißt ne? deswegen, ja, so ein richtiges Trainingsspiel nochmal. Da bleibe ich lieber beim Gucken und freue mich über die Leute, die Ahnung haben. Und Ja. denke manchmal, wenn dann die Leute von Bonjour. Bonjour. Bonjour, was hosten oder so, ah, hier, der ist total vorteilig. Was? Ich dachte, der ist total im Nachteil. Na gut, hat er verloren oder gewonnen. Nun ja. Ja, jedenfalls vom Zuschauen hin, nicht vielleicht zum selber Spielen, aber zu mehr Personal Action geht es dann zu Rise of the Tomb Raider. So Ja. ist richtig. Selber spielen können das erstmal nur die Xbox One-Besitzer Genau. und Xbox 360, wobei ich bei einem Spiel, was so aussieht, vorsichtig wäre bei der Last-Gen-Version, zumal sie nicht von Crystal Dynamics selber entwickelt wird, sondern von einem separaten Studio. Oh Gott, das wird ja wieder. Ja, Nur so als wartet die Tests ab. ja, wartet da ab. Ich Ja. glaube nicht, dass das. Ja. Ja, denn Rise of the Tomb Raider kommt zunächst nur für die Xbox, dann Ja. ein halbes Jahr später etwa für den PC und ein ganzes Jahr später für die PlayStation 4. Ein ganzes Jahr. Ganzes Jahr später. Wow. Also da hat sich Microsoft doch schon einen recht langen Exklusivdeal geholt von einem Spiel, was sich sicherlich gut verkaufen wird, auch wenn die allgemeine Meinung ja ein bisschen so ist wie unsere, so dass wir das sehen und denken, ja, hat man irgendwie alles so schon mal Schon, gesehen und ja. manchmal auch besser und vor allem hat man vieles davon wirklich eins zu eins im ersten Teil schon so gesehen. Ja, das war ja wirklich damals, wo sie vor allem jetzt auch noch auf der E3 noch neueste Sachen gezeigt haben. Irgendwie, es war halt alles so der einzige Faktor, der irgendwie interessant ist, aber vielleicht das liegt auch daran, dass wir momentan so viel mit Psychologen irgendwie zu tun haben, Horror spielen, war der Psychologe in den Trailer, der mit Lara irgendwie redet. Ja. Aber selbst das wird halt so, ja. Sie hat jetzt sich halt schon durch 30 Trillionen Menschen durchgemordet. Jetzt ein oder zwei mehr macht, glaube ich, für ihre Psyche Ja. jetzt auch nichts mehr aus. Ja, vor allem ist es auch so, wenn man bedenkt, wie es im ersten Teil umgesetzt war, so wirklich dieses, ah, nein, ich kann keine Menschen töten, ah, nein, du Motherfuckers. Ja, habe ich da, wird sicherlich ein schönes Actionspektakel. Sie haben dann auch gezeigt, ja, man kann schleichen, man kann sie aber auch durchballern, die KI ist wahnsinnig dumm. Also, das ist wirklich. Ah, nein, die ist nicht wahnsinnig dumm. Sie erfüllt ihren Zweck. Ja, sie guckt immer in die falsche Richtung. Richtig. Wir haben gelernt, dass Lara irgendwie zwei Pfeile gleich, also sie kann einen Pfeil ziehen und dann zwei Pfeile gleichzeitig abschießen. Das ist Ja. ihr neuer Skill. Ja. Ja, und ja, ich weiß, ich finde alles, was gezeigt wird, ist so plump Videospiel. Also auch als dann dieser Typ kommt, mit dem Flammenwerfer und der hinten einen rot leuchtenden Sauerstoffbehälter auf dem Rücken hat, dann denke ich so, ist das 2015 noch angemessen? Ja, ich fand den ersten wirklich gut, aber der zweite huckt mich irgendwie so gar nicht. Ja, muss man, ich glaube, bei diesem Spiel muss man wirklich abwarten, einfach wie sie es umsetzen. Vor allem halt auch, was so Sachen angeht, was man so alles irgendwie sammeln kann und generell ganze Nebenaufgaben, ob das, ich sag mal, wieder aller Formel sein wird, was man halt so alles kennt, oder ob sie sich da irgendwas Neues ausdenken oder Also es soll ja wer wieder weiß. ein größerer Fokus tatsächlich auf den Tombs liegen, also dass man wirklich in die Gräber geht und da einen Schatz findet. Aber selbst da, das Einzige, was sie bisher gezeigt haben, fängt damit an, dass Lara von einem Helikopter fliegt, der sie mit Raketen beschießt und dabei zufällig in dieses Grab fällt. Na, so ist das mit echten Und Schatzjägern. das war so, und dann sagt sie im Grab aber, ah, habe ich dich endlich gefunden. Das ist so bezeichnend für den Wandel, den diese Reihe gemacht hat, dass nicht mal mehr die Gräber ohne Action und Geballer eingeleitet werden können. Sie haben sich anscheinend ein bisschen an den Film orientiert. Ja. Naja, Leider. wer weiß. Ja, wieder abwarten. Ich glaube, da muss man wirklich die Tests abwarten und sehen, was daraus wird. Es wird bestimmt wieder witzig sein, so ist es nun nicht, aber wir sind da jetzt nicht so gehypt. Und vor allem, ja, wie gesagt, Xbox besitzen wir beide nicht. Ja. Wir können es also eh nicht spielen. Na gut, aber weg von Tomb Raider und ab in den Himmel.
Nämlich zu Rodea, The Sky Soldier. Jetzt ist dein Part, wo du eigentlich ganz toll dein Fachwissen präsentieren kannst. Ist auch immer ein Nintendo-Spiel. Kommt nämlich für den 3DS und die Wii U. Die Wii wird offenbar nicht mehr bedacht. Hat sich auch nur 100 Millionen Mal verkauft, war eine Enttäuschung. Ja. Die schafft es aber halt einfach nicht mehr. Wii U ist halt viel, viel stärker. Ja, also um das Spiel, was auf dem 3DS laufen kann, zu schaffen, oh, da muss man schon Power haben. Übrigens, hast du gehört, dass ein Publisher, der das DevKit bekommen hat von Nintendo, gesagt hat, dass das mit PS4 und Xbox One den Boden aufrufen soll, angeblich. Naja. Da dachte ich so, also wenn das passiert, dann fährt Nintendo jetzt ja ganz neue Seiten auf hier. Das wäre wirklich erstaunlich, wenn sie es wirklich so durchziehen. Aber das ist eine gute Nachricht, weil da kann man sich so vorstellen, wie geil sind denn vielleicht denn bei Nintendo-Spielern? Aber das Problem ist, damit schießen sie sich ja wieder in eine Abseitsposition, weil PS4 und Xbox One einfach sich schon so oft verkauft haben, dass jeder die Spiele auch dafür bringen wollen wird und dann nicht extra hübschere Spiele für die neue Konsole bringen wird. Naja. Aber es kommt ja für den mega hübsche Spiele exklusiv für die NX raus. Ja. Vielleicht. Jedenfalls wird es diese Power für Rodea, The Sky Soldier offenbar nicht brauchen. Ja. Ihr hört, da wir abschweifen, wir haben keine Ahnung, was das ist. Also es klingt vom Namen her auch. Es ist ein Anime vielleicht oder. Rodeo the Bull Soldier, das wäre ein spannender Titel gewesen. Ja, vielleicht sind das fliegende Stiere, auf die man reiten muss. Hallo, Stier! Dann sind die Gegner so angeflogen mit so roten Tüchern. Ja. Ja, darum geht's ja, liebe Leute. Kauf's, es ist cool. Ach ja. Und passend zum coolen letzten 50. Podcast. Ja. Übrigens mal danke für das lange und ausführliche und ofte Angucken. Ja. Von dem. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wollt ihr vielleicht öfters mal irgendwie unsere Meinung zu Animes hören oder so. Könnt ihr mal einen Ton sagen. Mal gucken. Jedenfalls, Sword Art Online Lost Song kommt am ebenfalls 13.11. genau wie Rise of Tomb Raider. Ja, und für PS Vita und PS4. Genau, vorher kam ja für die PS Vita der Titel Sword Art Online Hollow Fragment. Genau. Ja, der war so, also war ein Spiel mit erstaunlich viel Geschichte. Also, aber wirklich so halt ein Vita-Spiel. Das heißt, die haben sich zwei gemalte Figuren miteinander unterhalten. Zwischendurch hat man halt sich durch die Level gegrindet, was jetzt auch nicht sehr spannend war, aber eben sehr umfangreiches Waffensystem. Kirito kann andere Sachen benutzen als zwei Schwerter. Er kann Speere benutzen, Riesenäxte, Katanas, geht alles. Ich musste gerade lachen, weil ich daran denken musste, wie das Ende ist. Ja, das Ende ist... Also keine Angst, das ist auch kein großer Spoiler, weil es nicht das Ende des eigentlichen Spiels ist, aber es ist, damit endet das Spiel. Nicht mit einem emotionalen Moment, sondern jede Frau einzeln, mit der man eine gute Beziehung hat, kommt in den Raum, sagt, Mensch, Kirito, du. Dann legen die sich ins Bett, Bildschirm wird schwarz und danach kriegt man jeweils ein halbnacktes Bild des Mädchens. Und wie gesagt, mein Liebling ist immer noch Nifa, liegt da auf ihren Big Boobs. Kirito, ich bin so glücklich, aber warum denn? Ich verstehe das nicht. Ja, und ein ähnliches Kaliber wird halt Sword Art Online Lost Song sein. Das sieht halt aus wie ein Vita-Spiel und wird auf die PS4 eben nur hochportiert, skaliert. Aber es ist jetzt schon das Spiel, wo er auch frei rumfliegen kann? Ja. Oder? Das ist es. Also das ist in Alfheim Online quasi angesiedelt. Genau. Genau, das Fliegen soll wohl ganz cool sein. Aber ansonsten ist es halt JRPG Standardkost, was aber ja auch nicht immer unbedingt was Schlimmes ist, weil mit JRPGs wird man im Moment nicht gerade überflutet. Ja. Und wenn man dann so ein ganz klassisches JRPG mit jeder Menge, also man kann da über 100 Stunden, konnte man den Vorgänger reinstecken, locker haben will, dann macht man da wahrscheinlich nicht viel falsch, wenn man mit dem Anime was anfangen kann. Ich glaube, sonst, wenn man den total doof findet, wird man die Charaktere auch hier doof finden. Und wenn man damit leben kann, wenn wie in der Serie auch einfach so manche Logiklücke, also es gibt doch keine Logiklücken. Ich habe es lang schon vergessen. Das wirst du niemals vergessen. Nee, das werde ich nicht vergessen. Was ich lange gern vergessen hätte, schon lange, wäre Tony Hawk Pro Skater 5. Pro Skater, ja. Ich habe Pro Skate gerade. Hier auf Gamona steht gerade passenderweise schon die Wertung 2 von 10 dabei. Denn da kommt noch die PS3 und Xbox 360 Version.
Und wenn man sich anguckt, wie toll das Spiel auf der Xbox One und der PlayStation 4 und dem PC aussieht, da kann man sich ja denken, aber das auf der PS3 bestimmt, also. Na, es wird super werden. Wahrscheinlich, das ist ja noch die Hoffnung aller, dass sie wahrscheinlich Tony Hawk Pro Skater 5 auf der PS3 oder Xbox 360 programmiert haben und es halt nur durch den Port auf den neuen Ja. Konsolen so kaputt gegangen ist. Ja, vielleicht ist ja bei dieser Version tatsächlich auch mehr als nur das Tutorial drin. Vielleicht ist das ja die Komplettversion. Es kann sein, wahrscheinlich. Ja, aber es ist schon ein bisschen absurd, dass ein Ja. Spiel rausgehauen wird, wo man ohne Day One Patch nur das Tutorial hat und sie sich dann sogar noch mehr Zeit nehmen, um die Last-Gen-Version fertig zu machen. Da denkt man sich so, vielleicht hättet ihr euch mehr Zeit nehmen sollen, um alles fertig zu machen. Ja, aber hey, ich meine, man bezahlt nicht jeden Tag. Wie viel? 60, 70 Nee, Euro? ich glaube, so teuer war es, War es nicht war 40? 40 oder sowas, ja. Aber trotzdem, man bezahlt nicht jeden Tag 40 Euro für ein Tutorial. Das ist mal was Neues. Naja. Aber das Spiel ist ab 6. Blood and Gore, sage ich dir. Ah, Wenn man sich gut. guckt, wie die Skater sich da teilweise verbogen haben durch die Glitches, boah, also das ist schlimmer als jedes Horrorspiel, du. Ja, kommt wahrscheinlich noch bald eine Mod dazu und dann mit Bluteffekten. Ja, und Und der Wilhelmsschrei immer so. ja, vom Wilhelmschrei zu dröhnenden Motoren, nämlich zu The Crew Wild Run. Jo, kommt für PC, PS4 und Xbox One am 17.11.2015. Und ja, ist quasi die Standalone-Erweiterung. Erweiterung. Erweiterung zu, ich weiß ja, was Standalone ist. Ist auf jeden Fall eine Erweiterung zu Ja. The Crew. Nee, ist nicht standalone. Ja, das ist ein Open-World-Rennspiel von Ubisoft. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ist insgesamt wohl ganz nett, schön arcadisch. Sogar in einem Autorennspiel nimmt man Türme ein von Ubisoft, um sich Ja. die Map freizuschalten. Und mit Wild Run kommen jetzt dann eben noch Offroad-Fahrzeuge dazu, Motorräder und so weiter und so fort. Also Ganz, ganz, der. ganz, ganz, ganz viel neuer Kram irgendwie, was das halt nochmal mehr Spielspaß Ja. bringt. Ja. Mal sehen, wie der Spielspaß wird. Werden wir bei Assassin's Creed Syndicate. Ja. Das ist ja, kommt ja jetzt, gerade wo wir das aufnehmen, gerade so raus. Ich glaube, morgen oder heute, so in dem Dreh. Ja. Wir wissen aber noch nicht, wie es geworden ist, ob es wieder ein Grafik- und Framerate- und Bug-Massaker wird. Aber nach allen Vorschauen und Berichten scheinen sie es diesmal wirklich besser gemacht zu haben. Also sprich, keine Angst, ihr habt keine, naja, zum größten Teil keine Albträume bekommen, so wie beim letzten Mal bei Unity, wo ihr halt einfach nur Augen hattet, manchmal bei den Charakteren. Ja, Und Arno, hier gute Held. Arno, Arno. Arno, Arno ohne Haut war sehr schön. Ja. Ja, was soll man sonst zu Assassin's Creed Syndicate sagen? Ist halt Assassin's Creed, London, ein bisschen Gang of New York-Style, so aus diesem Film. Und man hat seine eigene Straßengang halt, prügelt sich durch die Gegend, kann jetzt Kutsche fahren. Ja, und ansonsten haben wir unsere Meinung dazu schon oft preisgegeben, dass Assassin's Creed wirklich eine schöne Reihe ist, über die meisten Strecken, aber uns beide jetzt, also du noch nie so Riesenfan warst, ich schon ein großer Fan war, aber jetzt spätestens mit Unity dieser Breaking Point kam, an dem es wirklich mir auch egal geworden ist, Ja. langsam. Ja, und wie gesagt, bei mir war es halt schon immer, ich fand es halt immer so Assassin und dann kannst du aber halt alleine die gesamte Armenier metzeln. Ja. Und das war halt für mich immer so ein Ding, wo ich dachte, was soll der Scheiß? Auch ganze Armeen niedermetzeln kann Darth Vader. Ja, Tatsache. Und zwar in seinen neuesten Auftritten, nämlich Star Wars Battlefront. Punkt. Das ist Star Wars Battlefront. Das Reboot von Schon wieder. Star Wars Battlefront. Ja, davon ist aber nicht so lange her, dass die Beta lief. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, ist es schon wieder einen Monat her. Aber jetzt zu unserem Aufnahmetag ist noch gar nicht so lange her. Wir haben beide die Beta gespielt. Ja. Und ja, was soll man sagen? Die Beta war so. Also, du fandest es sogar noch ein bisschen schlechter als ich. Ja. Aber wir beide sind so. Sie war nicht optimal. Und wir beide sagen jetzt schon so, wir wissen noch nicht so richtig. Holen wir das? Warten wir noch? Weil das Problem wirklich bei Battlefront, also bei der Beta, sie haben halt gezeigt,
Es ist auf jeden Fall Star Wars Atmosphäre ist da. Die Grafik sieht wunderschön aus, es sieht richtig cool aus. Man hat auch jede Menge Action, wenn die Laserstrahlen einen um die Köpfe fliegen, Ja. Explosionen überall sind. Das ist alles wunderbar vorhanden. Aber das Problem ist halt wirklich, dass der einzige Modus, der wirklich Spaß gemacht hat, war Walker Assault. Und da war das Problem, sobald man auf der Rebellenseite war, hatte man fast verloren schon automatisch. Und ich Ja. bin so, so stolz, dass ich es geschafft habe, in, ich weiß nicht, wie viele Matches ich insgesamt gespielt habe. Ich schätze mal so 25 Matches auf beiden Seiten irgendwie. Ich glaube, es waren wirklich schon 50 Matches, die ich gezockt hatte. Also ich habe sehr ausführlich die Beta gespielt. Wie gesagt, ich hatte auch schon alles freigeschaltet und so weiter. Und von diesen 25 Matches, die auf Rebellenseite ich gespielt habe, habe ich stolze 6 Stück gewonnen. Nein, nein. Ich Ja. habe, ja, ich habe irgendwie 10 Partien insgesamt gespielt oder so, und habe davon als Rebell 2-mal gewonnen. Ist Ich aber finde auch, ich glaube, von der Prozentzahl her ich so. find es auch, das ist so ein Zwiespalt in mir, weil ich finde, es gibt den Film ja sehr gut wieder, diesen verzweifelten Kampf der Rebellen gegen eine absolute Übermacht, nur ist das halt leider ein Online-E-Sport vielleicht Ja. Titel, und da ist halt unausgeglichenes Balancing schwierig, und dass wirklich einer, wenn er den AT-AT-Buff findet, 1 Minute im AT-AT unverwundbar um sich ballern kann und so Sachen, ist halt einfach. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn auf einmal in der Kill-Death-Statistik ganz zum Schluss auf einmal steht, dass einer irgendwie 54 Leute gekillt hat. Das ist Ja. mit dem AT-AT, wenn du es zweimal irgendwie hast, hast du es schon drin. Ja. Ohne Probleme. Ja, und dann, also es wird auch noch ein extra Podcast dazu kommen, deswegen wirklich nur in Kürze. Ja. Obwohl sie ja bereits gesagt haben, muss man auch sagen, sie haben gesagt, sie haben auf die Fans gehört und sie werden schon mal den Walker Assault ändern. Ja, Haben aber sie zumindest das versprochen. muss man aber auch sagen, das sagen sie meiner Beta, die einen Monat vor Release geendet hat. Ja gut, aber ich sag mal so, ich habe das Gefühl, man könnte mit dem Walker Assault schon besser machen, weil man wirklich nur ganze winzige Kleinigkeit ändern Ja. würde. Also mein Vorschlag wäre, ey, falls ihr zuhört, einfach nur die Zeit, die imperialen Soldaten brauchen, diese Uplinks aufzulösen, einfach zu verdoppeln. Dass die Rebellen nur die Hälfte der Zeit brauchen und die Ja. Imperialen brauchen die doppelte Zeit dafür. Weil Rebellen haben Antivirenschutz drauf. Keine Ahnung. Das würde schon dafür sorgen, dass halt, weil das Problem, was in der Beta ich ganz oft festgestellt habe, dass es sehr, sehr oft war, dass einfach einer mit einem Jetpack reingeflogen ist, Schild aktiviert hat, das war halt so ein Buff, den man aktivieren konnte, dadurch warst du halt für kurze Zeit unverwundbar oder so gut wie unverwundbar. Schild aktiviert, hin zu den Dingen, deaktiviert, Ende. Und Ja. dann mehr muss das Imperium nicht machen. Die müssen dann nur dahin, das schnell deaktivieren, schon die gesamte Arbeit, was die Rebellen gemacht haben, für den Arsch. Weil die Rebellen hingegen müssen halt dieses Ding aktivieren, also können theoretisch auch die Strategie fahren, Schild an, hinfliegen, aktivieren. Aber dann ist das Problem, sie müssen ja nochmal, ich weiß nicht wie lange, eine Minute oder so warten, bis dann halt mal ein einziger Y-Wing ist. Und ich habe so in meinen ganzen Matches, wo ich den gewonnen habe, war es so, dass immer so mindestens 12 bis 13 Y-Wings braucht man Ja. insgesamt, um gewinnen zu können. Ich habe sogar ein Match mal aufgenommen, einfach, wo mega das Imperium weggefegt wurde. Bis ich im Nachhinein festgestellt habe, dass die Rebellen 4 Leute mehr waren. Ja. Ja, und naja, jedenfalls, mein großes Problem war noch dazu, also neben all den Balancing-Problemen und so, dass also ich mich dem anschließe, das Trefferfeedback sehr, sehr schlecht ist mit den Blastern und so. Ja. Plus mir die andere, also zumindest der andere Modi, Drop Zone, ein bisschen zu Call of Duty-esque war. Es ist halt wirklich so, du stirbst im Sekundentakt und schießt im Sekundentakt Leute ab. So, Ja, und warte, um meinen Punkt noch zu ja. Ende zu bringen, auch die anderen Modi, die sie angekündigt haben, sind halt, wie du auch schon mal sagtest, immer so 6 gegen 6, 10 gegen 10. Und diese coolen Momente sind aber nur auf Hoth mit dem Walker Assault Modus entstanden. No. Wenn man dann da lang rennt, neben einem fliegen die Blasterschüsse, dann stürzt neben einem TIE Fighter ab. Und so, das sind doch die Momente, die man von Star Wars will, und nicht Gefechte auf engem Raum, wo man sich in Sekundentakt umschießt. Genau, und das ist bei mir nämlich der Punkt, warum ich mir auch überlege, ob ich, also ich warte, dass ich da halt doch echt noch warte. Einerseits, weil dieser Season Pass 50 € mich ganz schön abgeschreckt hat, weil ich erstmal sehen will, was wollen sie denn überhaupt so an DLCs Ja. irgendwie liefern. Und das andere Ding ist halt wirklich, ich bin es gewohnt von meinen Star Wars Battlefront 1 und 2, von den ursprünglichen Star Wars Battlefront, das Coolste waren halt einfach diese riesigen Schlachten. Auch wenn halt der größte Teil Ja. KI-Leute waren. Aber man konnte auch Multiplayer, konnte man ja auch riesige Multiplayer-Matches machen, wo halt 32 gegen 32 Leute gekämpft haben.
manchmal auf großen Karten, manchmal auf kleinen Karten, aber da war es so ein geiles Gefühl, weil man halt langmarschiert ist und überall waren Feinde und überall ist irgendwas explodiert und du hast dann halt, okay, hier haben wir die Kommandoposten und jetzt ist da in dem Gang ein heftiger Kampf in Brand, schnell dorthin von der Flanke irgendwie rankommen, um die Kommandoposten zu sichern und keine Ahnung was. Und dieses Gefühl hatte ich wirklich nur bei Walker Assault. Wie du schon sagtest, mit diesen Pots da, wo man halt die einzelnen Pots da irgendwie einsammeln muss, es war ein viel, viel schnelleres Gefühl. Das Hauptproblem, was ich dabei sehe, ist halt, dass die Spawnpoints weil so bescheuert saßen. Ich hatte mehr als einmal den Moment, wo ich halt gerade gespawnt und sofort einen Headshot kassiert habe, weil ich direkt Ja. vor zwei Feinden gespawnt bin. Wo ich so denke, ey, was soll denn das? Was soll ich denn bitte machen? Ja. Was mir auch bei Walker Assault mehr als einmal passiert ist. Schönster Moment war Spawn, AT-AT, pew, tot. Ja. Und ansonsten der Horde-Modus war ja auch noch freigeschaltet von der Beta und der war so. Meh. Obwohl man sagen muss, dass es die schönste Karte war. Ja, Tatooine. Tatooine war am Weil schönsten so. auch bei Rocket Beans ganz lustig, dass irgendwie Schröckert das zum ersten Mal gespielt hat, das Spiel mit Simon. Läuft er da so lang, guckt sich nach oben und sieht erstmal wieder so ein paar Tusken Rider nach unten gucken auf Tatooine. Hat er gleich ein Easter Egg entdeckt. Ach, das habe ich gar nicht entdeckt. Das Ja. habe ich nicht Wenn gesehen. man so losläuft und dann nach links oben hinter sich guckt, dann gucken da so Tusken Rider mit ihren Lasern auf einen Sehr runter. cool. Jetzt habe ich nicht entdeckt. Also man merkt schon, es ist ein Spiel, was schon Fans machen und es ist ihnen ja auch irgendwo anzurechnen, dass sie nicht Battlefield Ja. Star Wars machen wollten. Aber ja, so Sachen wie den Conquest-Modus und so vermisst man dann einfach diese große. Wir wollen doch nur, gebt uns Tatooine, baut ein paar Häuser rein und dann lasst uns zu 64. aufeinander losgehen. Ja, das hat das Coole, das macht doch Star Wars aus, das ist mega rumgeballere. Ich meine, wenn man sich auch die, ich sag mal, die neuere Trilogie auch anguckt, wenn sie da halt die Klonkrieger irgendwie zum Beispiel haben, Ja. wo da einfach riesige Armeen aufeinander zustürmen und die ganze Zeit rumgeballere ist ohne Ende, das macht doch Star Wars wirklich aus. Ja, und ansonsten, die Helden waren auch nicht so mega beeindruckend, da müssen wir auch nochmal dran rumschrauben, da gab da ist so Dieses eine. Bild immer noch so geil, wie Luke Skywalker auf so einem AT-ST losrennt, springt abgeschossen. Nein, be besser finde ich noch das Ding, wo er halt auf eine AT-AT Ja. zuläuft, AT-AT hebt das Bein, Luke ist zerquetscht. Ja. Das war so schön, das war ein schönstes Bild, wie Luke zerquetscht wird vom AT-AT. Ja. Also wie gesagt, die Helden sind auch nicht so mega beeindruckt, also sie müssen da noch einiges schrauben. Und wie gesagt, was ich wirklich abschrecke, ist halt diese kleinen, also dieses 6 gegen 6, 8 gegen 8, 5 gegen 5. Warum? Ja. Das muss doch nicht sein. Das ist, naja. Ja. Im 2 gegen 2 wird man Mario Tennis Ultra Smash spielen, maximal. Ja. Ja, das kommt für die Wii U, ist der, ja, Pro-Konsole-Ableger von Mario Tennis. Ja. Und das wird wieder lustig. Das wird halt wieder so ultra smashig. Ja. Ja, Mario Tennis ist von diesen ganzen Mario Kart, Super Smash Bros. Immer noch das, was ich am wenigsten spannend finde, irgendwie. Na, Mario Golf ist noch weniger. Na gut. Das habe ich noch nie Ich gespielt, tatsächlich. habe einmal, ein einziges Mal. Ja, ist aber trotzdem lustig. Man, ja, auf Regeln wird halt gekonnt gepfiffen. Da gibt es aber ganz, ganz viele Und da Regeln, kann sich das. einer ganz riesig machen und dann kann man Flammentennisbälle den Gegner rüberschießen Ja. und so weiter und so fort. Man kann bestimmt auch sagen, Schiri, wirf einen Panzer rein. Also Das einen blauen Panzer und er jagt dann den Ball. Das ist so völlig verwirrt so. Und plötzlich fliegt Harry Potter durchs Bild, jagt den Schnatz, ich habe ihn. Ah nee, ist dann ein blauer Panzer. Boah. Und dann, um mal zu schließen, wie in einer anderen Release-Vorschau, kommt Bayonetta und wirft sie alle in die Sonne. Müssen wir jetzt jedes Mal Bayonetta zum Abschluss bringen, dass alles in die Sonne geworfen wird? Ich will, dass Bayonetta in diesem Spiel drin ist. Dann wäre das awesome. Das kommt als DLC dann. Schalte Ja. Bayonetta frei für 5 Euro. Das Problem ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das machen. Ach ja. Nun ja, Gut. ich glaube nicht, dass sie Bayonetta in eines ihrer kinderfreundlichen Spiele patchen. Nö. Ja. Wer weiß? Ich meine, hey, Snake war auch bei Super Smash Bros. Drin. Snake ist aber nicht Bayonetta. Der hat noch nie jemanden in die Sonne geworfen. Noch Und nicht. der wird auch nicht nackt, wenn er mit seinen Haaren angreift. Noch Noch nicht. nicht. Oh Gott. Konami, stopp. Please don't do it. Du weißt, dass Hideo Kojima ist jetzt endgültig weg. Konami hat alleine alles in der Hand. Oder Hideo Kojima hört zu, weil er ist großer Fan. Natürlich, ja. Ja, und sitzt da, oh, gut, ich kann aber auch. Mach ich mein neues Spiel.
Ja, wo es dann um den legendären Diddle-Boss gehen wird. Ja, genau. Das heißt The Metal Gear Hair. Ja. Ja, ihr seht schon. So sind wir drauf, wenn wir einen langen Arbeitstag oder Studientag hinter uns haben. Ja. Jo, und damit sind wir durch. Die nächsten sind dann erst am 1.12. wieder. Ja. Aber muss ich wirklich sagen, dass sehr, sehr viel krasses Zeug rauskommt. Also viele AAA-Titel auch, viel lang erwartetes auch und also es wird ein guter Monat, muss man sagen. Ja, wie jedes Jahr im November weiß man gar nicht, was man alles kaufen soll. Und dann kommt noch der Dezember und ist man richtig im Arsch. Ja, So und ungefähr. sonst ist der Dezember ja mal der Monat, wo man so ausklingen kann, weil dann so alle paar Jahre, ja, Dezember. Und dieses Jahr, ach, Just Cause 3, Rainbow Six Siege, Xenoblade, da könnt ihr euch im nächsten Podcast auf freuen. Da Ja. kommen auch so einige Spiele, die man mal angucken Die könnte. man angucken könnte, ja. Ja. Gut, das war's dann mit unserem ersten richtigen Bild-Podcast. Ein Ein Bild-Podcast. Bild-Podcast oder ein Kamera-Podcast. Ich habe Bilder hochgehalten. Hier sehen Sie, Bayonetta. Da hinten ist die Sonne, in die sie die Gegner wirft. Ah, die Kamera. Justiere mich. Hat sie. Sehr Hat sie, gut. eine brave Kamera. Müssen wir jetzt nicht der Kamera auch noch einen Namen geben? Ich weiß gar nicht, von welcher Firma. Logitech. Nogi? Logi? Logi die Kamera? Oder Loki? Loki Logi? die Kamera? Loki die Kamera? Ja. Wir haben Rödi und Loki, würde Ja. passen. Gut, das ist jetzt Loki die Das ist Kamera. Loki die Kamera mit Rödi dem Mikrofon. Schön. Ja. Wunderschön. Und wo ihr jetzt die Geburt von Loki der Kamera erlebt habt, können wir uns, glaube ich, guten Gewissens verabschieden Genau. und sagen, wir sehen uns tatsächlich Ja, wir jetzt in sehen einem uns. unserer anderen Projekte oder sehen uns in einem der anderen Podcasts. Bis dann, euer Gauto. Und euer The Ramen. Ciao. Ciao.